mein Name ist Aaron. Ich kümmere mich seit 2010 um die Elektrik an Bord. Und heute haben wir es mit einem Gleichstromanlasser zu tun. Vielleicht kann uns auch Matt dazu mehr erklären. Ja, Gleichstromanker, Gleichstromanlasser sind in der Geschichte eigentlich, aber in solcher Raritäten immer vorzufinden, wobei es auch keine Ersatzteile etc. dafür gibt. Da muss man schon ein bisschen flexibel sein und ja, selber zur Hand gehen und eventuell Teile ja, zurechtbasteln. Mhm. Und da haben wir jetzt mit einem Anlasser für den Doppelschlussmotor und das treibt praktisch einen Treibstoffseparator mit sehr hoher Drehzahl. Jetzt haben wir da Fehlersuche gemacht und wir haben das gefunden. Und jetzt demnächst wollen wir das dann halt einbauen und Probelauf durchführen. Ja. Die Spannung, die Energie, was kommt, das wird über diese Kontakte ein nach dem anderen zugeschalten durch die Widerstände und irgendwann hat man in diesem Moment dann den volle Drehzahl und das ist so ein Spannungsteiler, sagt man dazu. Und da wir jetzt keinen Strom haben, hält diese Relais nicht fest, so würde das immer wieder zurückfallen. Das war auch das Problem, ursprüngliche Problem. Genau, da hat es nicht mehr gehalten. Im Betrieb haben wir Gleichspannung über die großen Generatoren und der wird quasi, wenn ich den Freischalter versorgt, dann kommt Ahmed als Bediener. Ja, dann drehen wir den Drehsaal des Motors mit diesem Hebelrad. Geht hoch. So, und irgendwann kriegt er die volle Drehzahl und diese Spule hält dann dieses Ganze fest. Original 1964. Mit dem Schraubendreher hier. So, jetzt, wenn man das komplett ausschalten will, nicht erschrecken, dann steht der Motor wieder. Das ist Funktion des Gerätes praktisch. Das war jetzt die ganze und das sind die, halt die einzelnen Schaltstufen für den Drehsaal. Und wenn man den volle Drehzahl erreicht hat, dann übernimmt diese Spule mit Magnetfeld, hält den Arm fest und Maschine läuft eigenständig weiter. Und zum Ausschalten auf eine Austaster fällt er wieder ab. Haben wir jetzt 4 Stunden dafür gebraucht, quasi bis wir einen Fehler hatten und behoben hatten. Und so geht es halt weiter. Das ist eine von etwa 100 Motoren und Pumpen, die wir an Bord haben. Und da sind wir jetzt Stück für Stück dabei. Nee, die 2 Wochen waren, wo, letztes Jahr war das, glaube ich. Ne? Ja, mit den Lehrlingen. Ja. Ja, und das war auch sehr lehrreich für Aaron, weil er ganz wenig damit Gleichstrom zu tun hat. Oder die allgemein, die neue Bildungswege, die sind total anders. Gleichstrom ist ja fast am Aussterben sozusagen, nur wo man am Anfang sehr viel Drehmoment braucht. Das sind so, wie soll ich sagen, das sind so wie so ein Packesel. Da kann man Drehmoment ohne Ende abverlangen. Wobei mit Frequenzumrichtern und so, da ist am Anfang wenig Drehzahl oder wenig Drehmoment. Und die machen das immer noch, zum Beispiel sehr viele Druckereimaschinen sind noch mit Gleichstrommotoren, wobei man auch nicht mehr diese Komponente nimmt, sondern Stromrichter, elektronisch geregelte Stromrichter. Und bei Containerbrücken, da sind auch so 70% immer noch Gleichstrommotoren. Die wegen den Hubkräften. Genau. Ja. Das ist auch immer extrem umständlich, Gleichstrom zu erzeugen. Und Gleichstrom ist sehr, wie soll ich sagen, anfällig, weil die Motoren haben Kollektor, das sind so einzelne Lamellen, wo die Kohlen drauf sind und das ist Verschleiß natürlich, die Kohlen werden irgendwann mal alle
Und dieser ganze Kohlenstaub und so, das geht ja im Motor, wird mit dem Lüfter rumzirkuliert und setzt sich irgendwo ab. Das sind dann halt auch Fehlerquellen. Hm. Geschweige die Zirkulektorlamellen, die werden auch mit der Zeit runtergeschliffen durch den Kohlenschliff. Und dadurch müssen die auseinandergebaut werden, übergedreht werden, ausgesägt werden zwischen den Lamellen. Hm. Und das sind so Faktoren, die den Gleichstrom halt ein bisschen vom Rampenlicht wegnimmt. Ganz ehrlich, ich muss nicht arbeiten, aber das macht noch Spaß. Ja. Weil ich bin auch ein Mensch, der gerne sein Wissen weitergibt. Ja. Das ist für mich sehr wichtig. Mhm. Und daher. Ich kann jetzt in dem Fall extrem davon profitieren. Ich meine, eben ohne dein Wissen hätten wir nie so viele Probleme gelöst, irgendwie, wie wir jetzt hingekriegt haben. Ich meine, er sieht das auch bestimmt zum ersten Mal sowas hier. Das ist im normalen Leben. Und zwar ist es noch elektronisch von aus. Dann nimmt man ein Thyristor, dann steuert das an, ganz gut.